Putin äußert sich zu aktuellen Ereignissen. Putin gab ein Interview, in dem er sich zu vielen aktuellen Ereignissen äußerte. Er habe sich nicht mit dem weißrussischen Präsidenten Lukaschenko zu Fragen eines möglichen Boykotts der Gasleitung nach Westeuropa ausgetauscht. Er höre zum ersten Mal von einer derartigen Drohung. Er spreche oft mit Lukaschenko und dieser habe ihm gegenüber nichts erwähnt. Putin informierte, dass Lukaschenko und Merkel bereit sind, miteinander zu sprechen. Er hoffe, dass dieses Gespräch in Kürze stattfinden wird. Weiterhin hofft der russische Präsident auf direkte Kontakte zwischen der Europäischen Union und Weißrussland. Immer wieder versuche der Westen grundlos die Verantwortung für irgendwelche Geschehnisse in der Welt auf Russland abzuwälzen, so auch zu den Ereignissen an der weißrussisch-polnischen Grenze. Die Übungen der NATO im Schwarzen Meer bezeichnete Putin als ernsthafte Herausforderung für Russland. Ihn beunruhige insbesondere, dass während der Übung strategische Fliegerkräfte mit Kampfausrüstung eingesetzt werden. Man nutze ziemlich alte Flugzeuge, B-51, aber an Bord dieser alten Flugzeuge befindet sich strategische Bewaffnung, die Russland ernsthaft bedroht.